Hello, of course, I'm not fucking my crew. Sparkle! Und ich bin zu euch Skelet Boys. Was haben wir in der letzten Folge Sparkle gemacht? Dann haben wir hier das Haus gebaut. Oder angefangen mit Haus bauen und haben hier die Wände und alles gebaut. Ja, Leute. Ich nehme jetzt diese Folge oder fast direkt nach der letzten auf, ein paar Minuten später, weil ich gerade noch was für die Folge gemacht habe, ein bisschen was gefarmt. Deswegen kann ich noch nicht auf Kommentare oder so eingehen von der letzten Folge. Das kann ich erst in der Folge darauf, weil ich gern das Haus alles an einem Stück gemacht haben möchte. Ich möchte gern alles an einem Tag bauen. Deswegen, Leute, kann ich noch nicht auf Kommentare und so eingehen. Ja, und in der heutigen Folge werden wir das Dach bauen. Ja, mit Dachboden und die restlichen Sachen wie Innenverzierung fertig. Mal schauen, wie das dann fertig aussieht. Dann, wie in der letzten Folge, holt euch ein bisschen was zu knabbern, was zu trinken. Lehnt euch zurück, chillt euch hin und genießt die Show. We'll be right back.
Leute, sorry wegen dem Cut, den ich vorhin machen muss. Ich musste essen, weil meine Eltern denken, Essen ist wichtiger als Videos machen. Obwohl das Wichtigste ist. Ja, Leute, warum ich jetzt diesen Cut hier gemacht habe. Das Problem ist, ich habe beim Dach einen Baufehler gemacht, den ich gerade selbst nicht genau finde. Weil eigentlich war bei den Fotos das so, dass das hier höher ist und dass ich hier dann nochmal einen Block habe. Und ja, ich werde jetzt gleich einen Cut machen und versuchen, diesen Fehler zu fixen, damit auch hier im Haus alles passt. Und dann werde ich euch das nochmal zeigen und dann geht weiter mit dem Dach. Bis gleich. Leute, ich habe jetzt den Fehler gefunden. Ich muss einfach die Decke einen hoch machen. Das jetzt schon nervig war. Ja, Leute. Nur dann muss ich dann einfach, wenn ich einen Block platziere oder so, einfach einen Slab hinsetzen, damit es passt. Und bla bla bla. Weil ich schaffe das Haus nicht nachzubauen. Wie so 1:1 nachzubauen, wie ich es auf den Fotos habe. Weil irgendwie immer Baufehler kommen. Ja, Leute. Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe jetzt hier Glowstone so komisch gechiselt. Mir ist aufgefallen, weil ich habe mir die ganzen Bilder vor der Folge angeguckt und ist mir aufgefallen, dass das gleiche wie bei den Schiffen, die wir hatten, Rettungskapseln, die Antriebe sind. Da ich mir einfach mal ein bisschen die Antriebe mitgenommen und daher hab ich. Ja, Leute, dann viel Spaß mit der Timelapse und dem Rest des Hauses.
jetzt habt ihr die Timelapse gesehen, wo ich hier unten die untere Etage gebaut habe zu Ende. Die Treppe gebaut habe gerade noch. Und das Dach. Ja, hier die Treppe. Ich muss mir noch irgendeine Möglichkeit dafür einfallen lassen, dass ich das besser hinbekomme. Weil ich, so wie ich auf meinen Fotos hatte, so sah die Treppe da dann eigentlich aus. Ja, Leute, hier habe ich das Dach gebaut, das jetzt nicht das allerbeste Dach geworden ist, weil ich jetzt auch nicht der allerbeste bin im Dächer bauen. Ja, Leute, da habe ich dann noch mit den Carpenter-Blöcken, habe ich hier noch weiter verzerrtes Dach. Ja, dann habe ich hier noch das komplette Dach gebaut, Leute. Und hier oben habe ich zwei Dinger hingebaut, wo Licht reinkommt, wo man den Himmel gucken kann. Ja, dann habe ich hier unten so eine Leiste gebaut, damit das gut aussieht zur Decke. Hier haben wir den Durchgang mit Lampen und Licht. Hier muss ich mir auch noch was überlegen, wie ich das mache. Ja, Leute, hier wird noch ein Keller hinkommen, den ich aber irgendwann mal bauen werde, wenn ich Bock habe. Ja, es fehlt jetzt aber noch eine Kleinigkeit, die wir machen müssen. Ja, dass ich jetzt keine Lust mehr hatte, jetzt in der Timelapse zu machen. Wir müssen jetzt noch draußen die Steinpfeiler fertig machen. Und, fügen noch was hinzu zu den Steinpfeilern. Dafür brauchen wir jetzt erstmal ein paar Carpenter-Blöcke. Und, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge jetzt wird. Das werde ich dann sehen, wenn ich die Folge geschnitten habe. So, wollen wir Stein? Da haben wir Stein. Und dann machen wir das hier noch fertig. So, an die Teile, wo jetzt kein Stein ist, kommen hier so Steinpfeiler hin. Packen hier einfach mal ein bisschen Erde hin. So, passt das. Ja, hier werden wir gleich noch alles mit Stein hinsetzen. Hier haben wir mein Haus. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt gleich mein fertiges Haus findet. Ich werde es euch gleich noch mal zeigen. Zack, komm. Ja, auch noch. Und wir haben nicht genug Carpenter-Blöcke. Wozu hat man seine gute, der alte Werkbank zum Mitnehmen? Wer kennt sie nicht? Die gute alte Werkbank zum Mitnehmen. Leute, wer kennt sie nicht? So, hier können wir jetzt noch ein paar Carpenter-Blöcke machen. So, dann können wir uns hier raus auch noch mal ein paar Treppen machen. Gucken, wie lange ich mit diesen Treppen jetzt durchhalte. Mal schauen, werden wir alles gleich sehen. So, und Leute, ihr könnt die Teile, weiß ich nicht, ob ich schon gesagt, beliebig bauen, wie ihr bei eurem Haus möchtet. Wenn ihr das aus irgendwelchen Gründen auch baut, könnt ihr die und die Blöcke hier höher sind, könnt ihr das höher ziehen. Oder wenn euer Haus kleiner ist, kürzer ziehen. Hier musste ich das kürzer ziehen, weil wegen dem Berg das eigentlich nicht ganz gerade ist. Es ist eher uneben. Ja. Das wollte ich gerade nochmal dazu sagen. So. Und da hört man den guten alten Baby 8, den wir in der zweiten Folge Sebalkly Do gefunden haben. Den guten alten Baby 8. So. Dann hätten wir das hier auch schon geschafft, die ganzen Steinpfeiler zu platzieren. So, jetzt müssen wir hier einfach nur Steine drauf. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man oben reinpacken kann, auf die Pfeiler, dann schreibt es in die Kommentare, weil ich noch keinen Plan habe, was ich da hinmachen möchte. Da kann einfach irgendwas hinmachen. Und vielleicht fragen sich manche Leute, warum ich, wo ich die Innenverzierung gebaut habe, so lange gebraucht habe für die Carpenter-Blöcke. Ich habe herausgefunden, wenn man Holz platziert, darf man nur, wenn man das jetzt komplett aus Holz haben möchte, wenn man jetzt wie bei mir guckt, muss man es so seitlich machen und richtig aufpassen, wie man es platziert, und das kann ein bisschen länger dauern, deswegen. Oder man möchte einfach normal, dass man das Holzinnere sieht, muss man es einfach irgendwie, wie man will, draufklatschen. Deswegen hing ich da auch ein bisschen, um das hinzukriegen, weil ich vergessen hatte, wie ich das hinbekommen habe. Aber dann ist es mir, habe ich
letztendlich herausgefunden. Und ich habe nicht mehr genug Stein. Super. Ach Gott, die Ressourcen gehen bei so einem Hausbau richtig zugrunde, Leute. Ich hatte davor viel mehr Ressourcen, als ich jetzt habe. So, noch die letzten paar Steinchen noch nehmen. Und dann hätte ich eigentlich, dann glaube ich auch schon, das Haus fertig. Wenn nicht, mache ich das hier nach zu Ende, damit ihr es nicht ertragen sollt, Leute. Ja, wenn ihr Ideen habt, wie ich das Haus von Greeny bauen soll, dann schreibt die auch in die Kommentare, weil wir haben ja noch als Aufgabe Haus von Greeny. Hatte sich ja einer gewünscht. So, dann passt das erst fürs Erste. Kann ich ja nach der Folge noch zu Ende machen. Leute, manche Sachen werde ich nach der Folge noch zu Ende machen. So, Haus bauen, abgehakt. Keller bauen. So, Keller bauen auch noch. Greeny eine Freundin suchen haben wir auch noch nicht. Ja, Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Schreibt Tipps und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare für das Haus. Wenn es gefallen hat, dann lasst auch ein Like, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnieren und sonst sag ich nur, ciao, Leute.